Hallo Leute, Dazans005 hier mit Let's Play, die Gräfin und die Spinne. Ja, wir sind hier gerade in dem Höhlensystem und wollen uns da einfach mal weiter umgucken, was wir hier noch so finden können. Schauen wir mal, was ist denn das da? Das sieht aus wie eine komische Pflanze. Was für eine seltsame Pflanze, sie scheint vertrocknet, aber dennoch lebt sie. Sieh dir doch die Umgebung an, Raphael, sie steht hier immer im Schatten. Tja, das Ding ist doch der Beweis dafür, dass die Höhle passierbar ist. Du willst aber doch nicht wirklich diese einmalige Pflanze ausreißen, nur um die Wache einen Beweis zu bringen. Also ich reiß das Teil jetzt raus. Wirklich enttäuschend. Ja, was soll man denn sonst machen, Diabela? Bist du blöd? Also, ich glaube, es geht los hier. Immer dieses Gemotze. Also, please. Wunderbar, diese Pflanze vom Nimmerlichtplateau ist perfekt. Man kann die Gänge also tatsächlich noch passieren. Nehmt das für eure Mühen. Dietrich Set. Herzlichen Dank. Gut, dann schauen wir aber trotzdem jetzt hier hinten nochmal drüber. So. Das kennen wir alles. Und dann schauen wir uns das Ganze nämlich von hier hinten nochmal an. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Dann können wir das nämlich so machen. Genau. Kann ich jetzt hier noch vorbei? Jetzt ist hier blockiert. Okay, alles klar. Gut, ich meine, hier haben wir jetzt... Was ist denn das? Ach, da, schau, eine Spitzhacke. Alt, stabil, vermodelt und splitterig. Spitzhacke. Cool. War die vorhin da auch schon da? Ich glaube nicht. Na gut, aber anscheinend macht das nichts. So. Wo geht's jetzt hier hin? Keine Ahnung. Hier kann ich nichts anklicken. Ich probiere schon, oder muss ich die manuell eventuell auswählen? Irgendwo Spitzhacke. Spitzhacke, immer schön draufdreschen. Okay. Durchwühlen. Nee, hier ist nix. Hier kann ich auch nichts machen. Genau, hier hat man ja nur den Smaragd gefunden. Nee, den Skarabäus oder was das war. Gut, gut. Ich weiß zwar nicht genau, für was denn die Spitzhacke sein soll, aber vielleicht klärt sich das ja noch. Möglicherweise. Genau, hier war jetzt der Seiteneingang. Hier haben wir den Stein verschoben. Das heißt, wir können eigentlich nur hier runter. Genau. Okay. Gut, und dann muss ich halt da nochmal runterjumpen, so, ne? Sonst wird das ja nichts. Und dann kann ich mich, wenn ich will, oben nochmal umgucken. Jo. Genau. So. Genau, hier war jetzt das. Ich will das jetzt alles hier noch schon mit anschauen, weil auf die paar Minuten... What? Ach so! Ich konnte jetzt... Verstehe. Ich konnte jetzt mit der Spitzhacke den Kiesel noch kaputt hauen. Na, alles klar. Gut. Das ergibt natürlich Sinn, ja. Durchaus. Gut. Gut, gut. Das soll soweit klar sein. Okay. Hier kann ich nichts mit dem machen. Na gut, weil der wahrscheinlich auch nicht im Weg rumliegt. Deswegen ist das schon durchaus sinnvoll. Gut. Okay, na dann haben wir hier drin, glaube ich, jetzt einfach mal alles erkundet. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen da raus. Herzlichen Dank und gehen runter. Und so, wo konnten wir noch was kaputt machen oder ähnliches? Bin jetzt gerade echt am Überlegen. Da war aber eigentlich nichts. Womit kann ich euch diesmal dienen? Ich würde fast sagen, ne? Wir kaufen trotzdem mal das da. Weil ich es kann. Genau deswegen. So, halbiert den Aufwand an Magie für Zauber.
Okay, die Parade um 5. Okay. Parade erhöht. Na gut. Ich meine aber trotzdem von den Zaubern her ist ja... Ja gut, bei ihm kostet es ja gar nichts. Gut, und bei ihr ist es schon... Naja gut, schlecht ist es jetzt nicht unbedingt. So, was ist denn hier mit dem Raphael? Dann nehmen wir doch hier den Loreleis Abschied mit dabei, würde ich fast sagen. So machen wir das. Jo. Gut. Okay. So, was war denn jetzt noch? Ich meine, da oben waren wir jetzt eigentlich überall. Wir waren hier überall, aber wir zum Meer können wir noch nicht. Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, ob noch irgendwo Sidequests offen waren. Aber mir fällt jetzt gerade wirklich aktuell nicht so recht was ein. Also vielleicht, dass wir uns die Belohnung noch von dem Typen da abholen, der da vorne bei dem Haus stand, der uns die Handpuppe gegeben hat. Achso, hier geht's zum Schloss. Ne? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nicht, dass ich wieder falsch laufe hier. Genau. Okay. Oh yeah. Wahrscheinlich nicht aus Grund, nicht hier ohne Grund dieser Speicherpunkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn es hier ein bisschen Mühe gibt, könnte man hier rüberspringen. Erstmal nicht. Ja klar, dass es verschlossen ist. Moment mal, wir haben hier die Dietriche. Anderen Weg suchen. Also, ich merke schon, das Spiel ist mal wieder... Moment mal, wir probieren es einfach mal mit den Dietrichen. Okay. Oh. Okay, die Tür steht sprachlos offen. Was sollen wir tun? Reingehen und kämpfen, lauschen, angezündete Lampe hinhalten, mit ihnen sprechen. Erstmal lauschen vielleicht. Oder noch besser, wir probieren erstmal darüber zu springen und schauen mal, was da passiert. Zack. Hinein in den tiefen Abgrund. Das Loch ist aber ganz schön eng. Du bist halt zu dick. Dann gehe ich allein weiter klettern. Die scharfen Kanten zerreißen meine Kleider. Ach, du bist doch sonst nicht so zimperlich. Verzeih mir, das war jetzt nicht angebracht. Meine Güte, warum in Zivas Umgebung immer alles so finster sein muss. Licht machen? Nö. Wir werden uns doch wohl auch so zurechtfinden. Das denke ich auch. Ich glaube, das Licht hier einfach nur schlecht ist. Rüstungen, Kästchen und sonstige Krams, nichts von Bedeutung. Mensch, Raphael, sieh doch mal richtig hin. Da stehen einige Magietränke. Tatsächlich. Dreimal Magietränke. Wenn du schon im Stand rumwimmelst, dann bitte schön leise. Was sind denn das für Fläschchen? Sieht aus, als hättest du gerade Zivas Jungbrunnen Elixiersammlung gefunden. Ob ich die Fläschchen einfach mal zerschlagen sollte? Bist du irre? Das macht doch einen heiden Lärm. Ich räume sie wieder weg. Aber eine nehme ich mit, man weiß ja nie. Ich lasse die Flaschen in Ruhe, ja. Die Truhe sieht ziemlich alt aus. Die Dinge knarzen und quietschen immer ganz schrecklich. Wir sollen die Finger davon lassen. Ja, und wir können hier natürlich nicht speichern, war ja klar. Mir ist irgendwie, als würde sich ein Ungetüm in unserem Keller herumtreiben. Sehr geehrter Herr Hauptmann, ihr seid nicht... Seid ihr nicht auch der Meinung? Voll und ganz. Man sollte sich wohl nach unten umschauen. Zur Vorsicht nehme ich wohl lieber dieses Gift hier mit. Vielleicht stoße ich auf Ungeziefer und muss es töten. Lass uns schnell was einfallen, Raphael. Ich habe keine Lust, wie eine elende Ratte zu verrecken. Ja, ja, aber schnell. Hey, wie wär's denn mit dieser Faltencreme? Das ist die Idee. Schnell, wirf sie hier hin. So ein Scheiß. Ach so, durch ein Loch in der Wand kann man unseren Keller eindringen. Ja, das sollen wir lieber gleich verschließen. Was haben wir denn da? Ist doch nicht etwa... Faltencreme, noch dazu die teure. Jetzt oder nie, Raphael, vernichte sie. Bin schon dabei. Zum Kampf herausfordern, Jungbrunnen-Elixier werfen, Lampe anzünden. Ich
Jungbrunnen-Elixier werfen. Was soll das bringen zum Teufel? Ich wusste doch, dass ich Ungeziefer im Keller habe. Aber nehme es nicht übel, wenn ich jetzt den Hauptmann rufe, oder? Ich eile, Gräfin. Festnehmen! Fordere nie eine Person zum Kampf heraus, wenn sie noch 4 Personen in der Hinterhand hat. Das war ja mal wieder klar. Oder sollten wir etwa wirklich hier mit dem Dietrich-Set rein? Das ist jetzt ja hier eine richtig interessante Geschichte, meine Herren, du. Meine Herren. Wir können auch hier nicht speichern. War ja mal wieder klar. Was sollen wir tun? Lauschen. Ihr werdet heute Nacht noch innerhalb der nächsten Stunden aufbrechen. Sehr gut, Herr Hauptmann. Ich weiß eure Mühen zu schätzen. Sobald ihr nachkommt, werde ich euch reichlich belohnen. Sie hat Hauptmann Kiesel tatsächlich erkauft. Er verrät damit die ganze Stadt und vielleicht auch das Land. Was sollen wir machen? Einfach hineinstürmen wäre sicherlich nicht sehr klug. Weiter lauschen. Kommt mir nur so vor, lieber Herr Hauptmann, oder werden wir tatsächlich schon eine gewisse Zeit belauscht? Das wird sich gleich klären. Eindringling-Alarm! Notiz an mich selbst. Zuerst Umgebung sichern. Raphael, please! Gut, dann machen wir jetzt folgendes. Dietrich-Set. So. Dann gehen wir rein. Reingehen und kämpfen ist Quatsch. Das sind zu viele Personen. Angezündet ist auch Quatsch. Mit ihnen sprechen ist auch Quatsch. Also, wir lauschen nochmal. So, dann bla. Und dann würde ich sagen, wir fliehen. Raphael, wenn wir jetzt fliehen, dann erhalten wir vielleicht nie wieder die Chance, Gräfin zu vernichten. Okay, weiter nachdenken. Weiter lauschen, stürmen, fliehen. Lauschen ist Quatsch. Stürmen ist eigentlich auch Quatsch. Aber wir probieren es mal. Stellt euch den Kampf zum Kampf, Widerling. Wir sind zu fünft und ihr zu zweit. Glaubt ihr, es wird ausgehen? Hey, nehmt eure Griffe von mir. Ach, wir waren aber nur knapp in der Unterzahl. Okay. Ja, ich würde fast sagen, dass man da dann weiter gar nichts machen kann, oder? Ich meine, mit ihnen sprechen ist doch auch Quatsch, oder? Gräfin Siva! Na, wen haben wir denn da? Sofort eliminieren! Auf den Spruch von Raphael verzichte ich jetzt einfach mal. Und würde sagen, wir lauschen und dann versuchen wir wirklich da nochmal rauszugehen und versuchen durch den Keller reinzugehen. Ich meine, vielleicht sind die Infos, die wir hier kriegen, ja gar nicht mal so schlecht. So. Okay. So, fliehen. Und fliehen. Okay. Nee, ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Sonst wären wir die Gräfin nicht los. Spring. Das könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen, dass das auch nicht Sinn der Sache ist. Nee, dann bleib halt oben, ist glaube ich auch nicht gut, weil dann sonst müssen wir nämlich allein gegen die Gräfin kämpfen. Und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, habe ich auch keine Lust drauf. Nee, wir machen natürlich kein Licht. So, ich heile mich mal. Gut, und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. So, Fläschchen. Fläschchen wieder wegräumen. Genau, wir nehmen eins mit. Einfach so hochgehen ist sicherlich zu riskant. Ja, das denke ich auch. Das Event wird wirklich erst ausgelöst, wenn wir auch hier die Truhe ansprechen. Truhe nicht öffnen. Genau, so. Dann kommt die Aktion. Okay. Gut.
Faltencreme, die teure. So, dann zum Kampf herausfordern. Stell dich zum Kampf, Scheusal! Ich wusste doch, dass ich Ungeziefer im Keller habe. Dann ruf halt meinen Hauptmann. Aber... was zum Teufel soll es dann bringen, wenn wir... Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn wir... dann gehe ich halt allein. Das ist wohl das Beste. Wenn du sie alle rausscheuchst, schnappe ich sie mir. Okay. Meine Güte, warum in Zivers Umgebung immer alles so finster sein muss? Nein. Ohne... Fläschchen wieder wegräumen. Aber ohne Diabela kann ich jetzt hier auch die Magietränke nicht mitnehmen. Das ist eigentlich klug gemacht. Okay. Wieder Faltencreme. Ach so, ne, Moment. Lampe anzünden ist doch eigentlich gar nicht mal so dumm. Sie verträgt doch kein Licht, oder? War da nicht was? Und tschüss. Genau, da war doch was. Jetzt aber schnell hier raus. Nee, dann machen wir es doch mit Diabela. entschuldigt Leute, jetzt mal ganz ehrlich, es tut mir furchtbar leid, dass ich das jetzt 28 Mal zeigen muss, aber wir gehen mit Diabela rein. Ich will... Nee, Licht auf jeden Fall nicht. Das ist schlecht, so. So, genau, dann kriegen wir nämlich hier die Magietränke. Dann kriegen wir hier unser Fläschchen mit Jungbrunnengedöns. So, und hier haben wir die Truhe, die knarzt. Truhe nicht öffnen. Okay, so. Letzte Aktion. Gut, dann schnappen wir uns nämlich die Gräfin, sonst kriegen wir die nie mehr weg. Okay. Stimmt, und da war was. An die Lampe habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber das ist ja eigentlich die Idee. Okay, Lampe anzünden. Und tschüss. Bams. Jetzt aber schnell hier raus. Da stehen die Übeltäter. Sehr gut. Ich glaube, die sind wir los. Ja, wir sind auch quer durch die halbe Stadt gerannt. Und unser Ziel, Ziver zu vernichten, haben wir erreicht. Und wohin jetzt? Einfach ins Gasthaus können wir uns nicht legen. Ach, wir sind doch den Tostes-Schwestern beigetreten. Die nehmen uns sicherlich gerne auf. Okay. Tag 5. Ach, wir freuen uns, dass wir euch helfen konnten, meine Lieben. Kehrt bitte bald wieder. Gut, mache ich jetzt Folgendes. Ich speichere mal auf der 11 und probiere trotzdem auf der 10 nochmal kurz was aus. Also wir haben ja festgestellt, wenn wir da hinten durch das Loch gehen, wir nehmen Diabela nicht mit, da fehlen uns die Magietränke. Ich meine, jetzt sind wir eh schon mal drüber, jetzt ist es egal. Dann probiere ich noch Folgendes aus. Ich zerschlage mal die Fläschchen. Und dann probiere ich noch aus, die Truhe aufzumachen, aber das wird wahrscheinlich beides nicht besonders gut sein. So. Und ich meine, wenn ich die Lampe anmache... Man hat hier so viele Optionen, ne? Die Flaschen. Festnehmen! Falscher Safe. Entschuldigung. Okay, dann probieren wir jetzt noch mal ein bisschen aus. Ich meine, die anderen Sachen sind wahrscheinlich alle Käse. Das leuchtet mir selber ein.
Aber ich wollte es halt noch kurz ausprobieren. Denn das ist nie verkehrt. So. Von da unten kam doch gerade ein Geräusch. Verdammt, die Mumie hat's gehört. Licht aus und abwarten, Licht anlassen und abwarten, Licht aus und verstecken. Nach draußen fliehen. Okay. Gräfin? Festnehmen. War auf jeden Fall auch die falsche. Es tötet sie zwar, aber dann nehmen uns die fest. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, zumindest nicht wirklich. Was könnten wir jetzt sonst noch machen? Ich kann dann innen noch die Truhe... Ja, das ist alles Käse. Jetzt probiere ich hier nochmal kurz was aus. Und dann soll es passen soweit. Dann haben wir genug getestet, wie wir die Gräfin umbringen können. Also das ist wirklich sehr umfangreich geskriptet. Meine Herren. Ne, das bringt auch nichts. Okay. Ne, sehr umfangreich gemacht, wirklich wahr. Man hat so viele Optionen, wie man... Was man auswählen kann, wie man probieren kann und so. Und ich finde das auch gar nicht unbedingt schlecht. Deswegen, ja... Passt schon, passt schon. Gut, dann würde ich allerdings sagen, bin ich da 205. Es geht beim nächsten Mal hier weiter. Und wir sind jetzt, haben jetzt den Rang Tostres. Cool, alles klar. Würde ich sagen, es geht beim nächsten Mal hier weiter. Ich bin da 205. Bis denn und ciao, ciao.